Der DAX ist heute einigermaßen stabil. Ich bin mit Maske in der deutschen Börse. Es ist natürlich Corona-Time aktuell, auch wenn man nicht unbedingt, wenn man alleine steht, hier eine Maske tragen muss, aber einfach als Zeichen des guten Willens. Das ist das, was wir beim DAX im Moment hier so ein bisschen sehen, dass er zu wenigstens mal nicht weiter nach unten geht. Offensichtlich die Unterstützung an der 38er Marke und dem letzten Zwischentief aus dem Sommer, dass er dort sich erstmal auffällt. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen und gibt Hoffnung, dass der Markt vielleicht sogar dreht. Bis jetzt ist diese Hoffnung allerdings, sagen wir mal, überschaubar dynamisch nach oben. Also wir sehen zwar, dass der Markt nach oben geht, aber mir zu viel Gewackel, um einfach hier schon Begeisterung zu verströmen. Das kann sich natürlich vor dem Wochenende nochmal ändern, aber machen wir uns nichts vor. Vor der US-Präsidentschaftswahl wird da nicht wirklich viel unterwegs sein, denn keiner wird sich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich weiß eh, was passiert. Im Gegenteil, man wird so lange ein bisschen Schiebewurst zeigen und wahrscheinlich wird das in Amerika zumindest noch weiter nach unten eben gehen. Ob das für heute auch so gilt, das werden wir dann abwarten müssen. Allerdings so die richtig tolle Dynamik, die Überzeugungstäter an der Börse, die scheinen vorläufig noch zu fehlen. Deshalb ein bisschen vorsichtig sein in der aktuellen Zeit. Die vielen tollen Bewegungen, auch mal intern, die wir da teilweise sehen, wenn es mal so einen kleinen Schub gab, einen Rücksetzer, die ruhig mitnehmen. Aber ich würde persönlich nicht unbedingt empfehlen, übers Wochenende oder aber auch über den Tageswechsel jetzt Titel zu halten, die, sagen wir mal, nicht auf das ganz große Bild aus sind. Und wir haben ja gesehen, das ganz große Bild ist tatsächlich noch in der Warteschleife. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Vorher noch mal ein paar tolle und erfolgreiche Handelsstunden. Bleibt gesund, bleibt hoffnungsvoll und wir sehen uns wieder. Bis dann.